Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Heute schauen wir uns zwei Produkte aus dem Hause God of Cards an. Und um was es geht, seht ihr ja, aber wie ich die Produkte finde und ob ich hier eine klare Kaufempfehlung aussprechen kann, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Wie ihr ja bereits wissen solltet, habe ich einen neuen Sponsor, die guten Jungs von God of Cards. Und die haben mir auch direkt ein großes Starterpaket zusammengeschnürt mit einer mannigfaltigen Auswahl an Produkten, die ich euch hier auf dem Kanal vorstellen kann. Anfangen werden wir mit den eingangs gezeigten Produkten, nämlich dem Blue Eyes White Dragon Plüschtier und mit dieser Duelist Card Playmat aus Korea. Bevor wir damit allerdings beginnen, möchte ich darauf hinweisen, dass ihr in der Videobeschreibung einen Affiliate-Link zu God of Cards findet. Wenn ihr über diesen Link in den Shop geht und dort etwas kauft, wird mir der Kauf zugeschrieben und ich habe, wenn es genügend Leute sind, auch in Zukunft die Möglichkeit, mit euch tolle gesponserte Produkte zu testen. Also geht doch einfach mal drauf, schaut, ob euch was gefällt und wenn ja, nehmt's mit. Die haben wirklich gute Produkte. Jetzt wollen wir uns allerdings mal die Playmat angucken. Die Playmat, und das wusste ich gar nicht, hat eine Promokarte mit dabei. Habe ich gar nicht gesehen, denn es war so, dass ich mir einige Produkte aus dem Shop rausgesucht habe, die ich gerne mal testen würde und die Playmat war dabei, weil die einfach interessant aussah. Auf der Rückseite sehen wir auch, wie das Ganze aussieht. So sieht das Teil hier aus. Yugi mit dem Dark Magician und der obligatorischen Steintafel im Hintergrund. Okay, auf die koreanischen Schriftzeichen muss man stehen. Ich bin auch eher japanische Schriftzeichen gewöhnt, habe aber auch koreanische Karten und Produkte in meiner Sammlung und muss sagen, die stehen in japanischen eigentlich in nichts nach. Interessant ist, dass wir hier eine Promokarte dabei haben, und zwar entweder den Chaos Imperator Drachen oder den Dark Magician of Chaos. Und bei uns ist es, kann man hier sehen, der Dark Magician of Chaos geworden. Und ich würde sagen, wir packen das Ding jetzt mal aus. Am besten ohne Schnitt. Ich habe hier hinten bloß schon mal aufgeschnitten. Das ist natürlich verklebt. So, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze aufgemacht ist, wie sich das Produkt macht, wie es um die Qualität der Matte steht und so weiter und so fort. So, jetzt holen wir das Ganze hier mal raus. So, die Hülle ist jetzt schon mal weg. Hier ist nochmal so eine Kartonage. Ah, und hier ist die Promokarte festgemacht, okay. So sieht das dann aus. Die ist quasi hier rein, ist die hier reingeklebt? Ne, die ist mit Tesafilm festgemacht, okay. Mit Tesafilm. Wo ist mein Messer? So, meine Freunde, hier haben wir das gute Stück, das gute Promopack. Und ich muss mich hier auch gleich korrigieren, denn wir haben nicht eine dieser beiden Karten drin, sondern wir haben tatsächlich beide Karten drin. Seht ihr das? Hier sind zwei Karten in diesem Promopack drin. Und das bedeutet, die andere Karte wird der Chaos Imperator Drache sein. Das heißt, das ist gar keine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern wir haben tatsächlich direkt beide Karten im Set. Ich werde das hier auch erstmal OVP lassen jetzt fürs Video, müssen wir das nicht unbedingt auspacken. Die Print-Quali sieht auf jeden Fall relativ stabil aus. Koreanische und japanische Karten sind ja generell von ihrer Print-Quali unseren haushoch überlegen. Da gibt es sowas wie Random Silvering direkt aus dem Pack einfach nicht. Sehr cool auf jeden Fall, diese zwei krassen Klassiker der alten Zeiten nochmal hier vor mir zu haben. Cooles Pack auf jeden Fall. Finde ich cool, dass sie hier noch Promokarten reingepackt haben, tatsächlich. Gibt es für, ich glaube, was war der Preis? 23 Euro kostet die Map. Ist, denke ich mal, so ein relativ normaler Preis für so eine Playmat. Stellen wir mal hier her. Und jetzt gucken wir uns hier die Playmat an. Und die sieht natürlich schon, also die macht schon was her, ne? Heieiei, also das ist schon echt mega nice gemacht. Ich muss mal kurz gucken, ob ich die Kamera anders einstellen kann. Weil, das sieht man hier vielleicht nicht in voller Gänze. So, ich habe das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen rausgezoomt und so mal ein bisschen über meine Dekoration gelegt. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Die Qualität ist relativ hochwertig, würde ich mal sagen. Da, schaut euch das mal an. Also es franzt nichts aus. Es fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Der Druck ist sehr hochwertig. Sieht an und für sich, also sieht echt wahnsinnig gut aus, ne? Gefällt mir wirklich gut. Mit dem schönen Stein im Hintergrund. Es gibt nichts, was irgendwie vom Druck her jetzt nicht klar erkennbar wäre. Die Farben sind schön. Ich glaube, waschbar ist die Map auch. Wobei das eigentlich jede Map ist. Wir haben hier bloß, nach dem Auspacken sind hier so komische Krümel drin. Keine Ahnung, was das ist, ob das irgendwie Kartonage ist oder so. Kann vorkommen, ich arbeite ja selber in einer Kartonfabrik
Und da kann es nochmal sein, dass vom Karton so eine Art Krümel abgehen, die dann im Produkt hängen. Das haben wir hier auf jeden Fall, aber das kann man kurz abklopfen und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ey, das ist ja mega toll. Schaut euch das mal an. Mit dem Pharao an der Seite, mit dem Dark Magician. Tatsächlich in dem alternativen Artwork, in dem er normalerweise auf der Karte auch vor der Steintafel steht. Nur diesmal hier so ein bisschen separiert. Aus Korea. Ich denke, das wird jetzt auch meine neue Map, meine Playmat, mit der ich die Schwarze hier unten ersetzen werde, weil die Schwarze ist halt schon mittlerweile relativ verdreckt. Haben wir hier auch nochmal die Promokarten. Also das bekommt ihr bei God of Cards so um die 23 Euro kostet das, glaube ich, ohne Versand. Und lohnt sich auf jeden Fall. Die Qualität ist super. Die Matte ist schön groß. Man hat zwei coole Promokarten dabei. Wisst ihr was, wir machen das Pack jetzt trotzdem nochmal kurz auf. Habe ich mich ein bisschen umentschieden. So. Genau, Chaos Imperator Drache und The Dark Magician of Chaos in Ultra Rare. Wunderschön vom Print her. Natürlich das moderne Layout, wobei nicht ganz tatsächlich, weil wir haben hier oben, seht ihr das? Wir haben oben noch den alten Namenskasten, der etwas, der nicht so eine scharfe Kante hat. Das heißt, hier ist es, das Layout ist das, nicht das aktuelle Layout, sondern das letzte Layout tatsächlich, also vor der letzten Layout-Änderung. Auch das Attribut und die Sterne glänzen hier nicht. Das heißt, wir haben hier, sind hier sogar noch ein bisschen mehr in Richtung Retro gehend. Sehr, sehr cool. Genau. Also kann ich euch nur empfehlen, falls ihr auf der Suche nach einer neuen Playmat seid und irgendwas Cooles wollt und vielleicht noch ein paar Karten dazu, holt euch die. Es ist nicht teuer. Es kostet 23 Euro. Ihr habt echt eine super Qualität. Mega krass. Ohne Witz, mega krass. Und ich sage das jetzt nicht nur, weil das gesponsert ist. Ihr wisst, ich habe auch schon ein Video zu Dogs Magic gemacht, mit denen hat überhaupt nichts mit Sponsoring zu tun. Und ich habe euch hier Dinge empfohlen. Also wenn ich euch Dinge empfehle, dann auch wirklich nur, weil ich dahinter stehe. Das heißt, wenn es Produkte bei God of Cards gibt, die nicht so gut sind, werde ich euch das auch sagen. Keine Sorge, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich wurde gekauft oder so. Gut, dann haben wir noch ein anderes Produkt. Und das ist dieser freshe Boy hier. Das ist der Blue-Eyes-White-Dragon als kleines Plüschtier. Ihr bekommt übrigens bei God of Cards nicht nur den Blue-Eyes-White-Dragon, sondern auch den hier den Red-Eyes-B-Dragon, also den Rotäugigen, und auch den geflügelten Drachen von Ra. Zumindest habe ich das auf einem Screenshot, den sie mir geschickt haben, gesehen. Vielleicht bekommt ihr sogar noch mehr Kuscheltiere dort. Das weiß ich jetzt aber nicht genau. Müsst ihr vielleicht nochmal auf das letzte Video schauen, wo ich euch den Shop vorgestellt habe. Qualitativ kann man sagen, ist das Kuscheltier relativ hochwertig. Okay, die Flügel, die sind so aus einem komischen Filz oder so, keine Ahnung. Ja doch, das ist Filz auf jeden Fall. Der Rest ist aus einem schönen weichen Stoff, also es sieht schon niedlich aus, das Ganze. Man hat hier dann auch nochmal so ein Schildchen dran. Kann man dran lassen, muss man jetzt aber nicht. Im Shop kostet das Ding circa 20 Euro. Ich glaube, jedes dieser Kuscheltiere dürfte so um die 20 Euro kosten. Ob man das jetzt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Preis-Leistungs-Verhältnis möchte ich jetzt auch nicht unbedingt bewerten. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich selber 20 Euro für so ein Kuscheltier zahlen würde, für so ein kleines. Aber für Fans des Genres, sage ich mal, die so ein bisschen Merch wollen, ist das doch, denke ich mal, eine super Idee. Und es sieht auch niedlich aus. Ne, wenn ihr eine Freundin habt, die irgendwie auch Yu-Gi-Oh!-Fan ist, ich denke mal, da ist so ein kleiner, süßer Blue-Eyes-White-Dragon, so ein kleines Kuscheltier, ist doch da die optimale Lösung, um ihr mal eine kleine Freude zu machen. Ja, sehr schön auf jeden Fall, qualitativ relativ hochwertig, die Nähte sehen gut aus, der Filz sieht gut, wobei ich bin ehrlich gesagt noch nie ein großer Fan von Filz gewesen, wenn es ums Thema Stoff geht, aber ich denke, das ist hier eigentlich trotzdem ganz gut gelöst, eigentlich mit den Flügeln und auch mit den Apparaturen hier am Kopf und am Hinterkopf und auch das Auge ist, glaube ich, nee, das Auge ist kein Filz, das ist wieder irgendwas anderes. Aber ja, mega cool auf jeden Fall. Ich hoffe, dass der ein oder andere Blue Eyes aus dem Hause God of Cards ein neues Zuhause finden wird. Ja, meine Freunde, das soll es aber auch gewesen sein mit dem Video, mit dem Sammelkartencheck für heute. Ich hoffe, euch hat das Produkt gefallen. Ich konnte euch vielleicht eine kleine Anregung geben, mal bei God of Cards vorbeizugucken. Die haben auch noch ganz, ganz viele andere Produkte, die mega gut sind und die ich euch auch in nächster Zukunft vorstellen werde, wie zum Beispiel die Imperium Border Sleeves. Die sind auch relativ cool. Und ja, wir sehen uns zu einem weiteren Video. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.